Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Starfield. So. Wir brauchen erstmal eine Schallgedämpfte. Haben wir unsere Schallgedämpfte? Ja. Nee, die ist nicht schallgedämpft. Hab ich nicht eine Schallgedämpfte gehabt? Du bist auch nicht schallgedämpft. Hä? Ich dachte, ich hätte noch eine Schallgedämpfte. Doch, doch, die ist schon gedämpft. Okay. Na dann. Gehen wir mal hinten rein. Und machen uns unsichtbar. Warte mal, können wir die nicht eigentlich auch? Was zur Hölle? Du gehörst mir! Niemand schleicht hier rum. Ich wollte euch nicht töten. Ich wollte, dass ihr euch gegenseitig tötet. Schade. Hast du's bald? Ist hier noch jemand? Unten drunter oder was? Komm zurück! Verdammt! Wusste ich nicht, dass hier unten auch noch was gibt. Das brauchst du nicht mehr, oder? Tut mir wirklich leid, ich wollte dich nicht töten. Wenn es keiner sieht, ist kein Diebstahl, oder? Geld kann man nicht zurückvollziehen. Ihr seid am Leben. Ihr könnt gehen. Vielen Dank. Ja, kein Ding. Jetzt habe ich zwei Helden. Solomon Cole und dich. Das können wir ändern. Geht da mal vorne raus, war. Ihr braucht doch nichts mehr, oder? So viel Kohle haben die gar nicht erbeutet. Wir schulden dir alles. Ach, Quatsch. So eine halbe Million wird's ausreichen. Wir sind durch. Hoffentlich belohnt der Marshall dich großzügig. Ich hoffe es auch. Wenn nicht, erschieße ich ihn. Keine Angst. Gute Arbeit. Ich habe den Tumult gehört. Die Geiseln sind in Sicherheit? Es ist vorbei. Die Geiseln sind in Sicherheit. Das freut mich. Das sind nicht nur Bürger des Freestar Collective,
Sie sind wie eine Familie. Das sind wir alle. Und was die Shaw-Bande angeht, um die trauern wir auch. Hier, das hast du dir mehr als verdient. Du hast uns aus einer schwierigen Lage geholfen. Und zwar mit Mut, was selten ist. Du würdest dich vielleicht sogar zum Freestar Ranger eignen. Wenn du Interesse hast, geh zum Turm und frag nach Emma Wilcox. Sie ist für neue Rekruten zuständig. Gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Simone, Baby. Okay. Marco, geht's dir gut? Sie haben dir doch nichts getan, oder? Alles gut. Ein Finger im Po. Ich brauche nur kurz. Ja. Er braucht nur kurz. Nur ganz kurz. Tracker Allianz wollten wir machen. Da hinten was müssen wir. Na dann. Ah, guck mal. Amira Wolf im Unterhaus könnte jemanden wie dich bestimmt brauchen. Ja, ja. Wir gehen erstmal in die Tracker Allianz. Komisch, dass du ein potenzielles Mitglied kontaktierst, ne? Ist ja ziemlich überzeugt. Ich weiß. Ich vertraue dir. Aber ich bin wieder ganz nah am Rekord dran. Du weißt, was mit dem letzten Partner passiert ist. Ich will nicht, dass der Neuling... Was? Unser potenzieller Neuling steht direkt da. Schon klar. Hab ich doch gesagt. Ich weiß, dass er da ist, seit er durch die Tür kam. Das ändert nichts. Und ich stehe dazu. Hör zu, was zur Hölle? Hä? Was? Tschüss, Hank. Burn, Baby, burn. Warum habe ich das getan? Ich weiß es nicht. Einfach, weil ich es kann. Die kann man aber trotzdem noch ansprechen. Hey, habt ihr nicht einen Job für mich? Entschuldigung, ich wollte das einfach mal ausprobieren, ob das geht. Ich weiß nicht warum, ja. Einfach Bock gehabt. Ja. Hör zu, Grünschnabel. Lass mich nicht hängen, okay? Du hast eine Menge zu beweisen. Ich kann dir einfach zwischen die Augen schießen, so. Bam! Die Allianz wird von Tag zu Tag stärker. Ach, Kind Nummer 1. Du bist pünktlich. Gute Tracker-Tugend. Wie auch immer. Pünktlichkeit hin oder her. Kommen wir zur Sache. Ich bin Agent Number 1. Oder No One, wenn du willst. Du scheinst über unser Angebot nachzudenken. Gut. Ich will Teil der Tracker-Allianz werden. Wo fahren wir hin? Ich habe mich noch nicht entschieden, aber ich bin durchaus interessiert. War es denn nötig, mir einen Trackerin auf den Hals zu hetzen und mich fast zu töten? Von einer Trackerin aufgespürt zu werden, kann einschüchternd sein. Aber etwas Angst ist meiner Meinung nach ganz gesund. Die Ressourcen für die Suche nach dir hätten wir gut an anderer Stelle gebrauchen können. Ich würde mich dadurch geehrt fühlen. Ich bin nicht entschieden, aber ich bin durchaus interessiert. Verständlich. Die Tracker-Allianz kann durchaus einschüchternd wirken. Vielleicht würde sich eine Art Probelauf anbieten, um zu sehen, ob du diesen Weg beschreiten möchtest. Hast du noch Fragen, bevor wir fortfahren? Ja, okay, klar. Ich bin bereit. Offizieller Probelauf. Okay, let's go. Exzellent. Bevor du unsere Namen tragen darfst, musst du deine Fähigkeiten im Einsatz unter Beweis stellen. Nimm dazu als erstes den ausgeschriebenen Kopfgeldauftrag auf dem Fahndungsbildschirm dort an der Wand an und melde dich danach wieder bei mir. Natürlich, sofort. Ach, guck an, der Grünschnabel. Keine Gnade, keine Gefangenen. Gut, du hast deine Mission. Als Tracker erhältst du für deine Missionen kein Briefing. Es wird erwartet, dass du sie allein bewerkstelligst. Ja, das kriege ich hin, kein Problem. Wunderbar, ich wusste es.
Das Ziel dieser Mission ist zugegebenermaßen eines unserer schwierigsten. Nicht etwa, weil er gefährlich ist, sondern weil er uns früher schon so oft entwischt ist. Er heißt Hannibal Eutropio und wird wegen Raumschiffdiebstahls in 94 Fällen gesucht. Er betreibt wohl irgendwo eine Werkstatt, in der er Schiffe ausschlachtet. Nur wo? Glücklicherweise haben wir erfahren, dass einer seiner Partner hier in Aquila City ist. Adrastos Dakota. Für deine erste Mission wird dir ein Partner zugewiesen. Roach. Er hat weitere Infos. Ich spreche mit ihm. Danke. Roach ist einer unserer besten Tracker. Du kannst viel von ihm lernen. Nein, kann ich nicht. Viel Glück. Danke. Keine Gnade, keine Gefangenen. Naja. Die Assassinen hatten ein besseres, aber egal. Wenn du vom Besten lernen willst. Ja, werde ich nicht von dir. Bescheid. Hey, wegen vorhin, als du angekommen bist. Ich mach dir deine Strähne nicht kaputt, keine Angst. Stimmt. Machst du nicht. Wenn wir nämlich zusammenarbeiten, tust du genau, was ich dir sage. Damit du von einem Profi was lernst. Du hast gesagt, du hättest den Rekord fast geknackt. Was ist passiert? Es lief super. Bis ich freiwillig gesagt habe, ich arbeite mit einem Grünschnabel wie dir. Er ist einfach losgestürmt, wurde durchlöchert und das Ziel ist entkommen. Retten konnte ich ihn auch nicht. Katastrophe. Und jetzt hat man mir befohlen, freiwillig mit dir zu arbeiten. Aus Gründen, die ich nicht vertiefen will. Also enttäusch mich lieber nicht. Ich verspreche dir, am Ende bist du derjenige, der um Tipps fragt. Ich weiß, du hältst dich für irre gut. Ja. Aber wenn du das nicht untermauern kannst, werde ich dich höchstens noch eines fragen können. Wo geht's im Jenseits so richtig ab? Und jetzt das kann ich auch nicht sagen. Los. Über diesen Adrastos finden wir Hannibal. Wir finden ihn... Nehmen ihn mit und holen die Informationen aus ihm raus. Noch Fragen? Keine Fragen. Gut. Adrastos wurde zuletzt in der Stadt gesehen. Also ziehen wir los und du spürst ihn mit deinem Scanner auf. Sobald wir ihn haben, überzeugen wir ihn, mit uns zu plaudern. Notfalls mit Gewalt. Noch Fragen? Sonst brechen wir auf. Ich hab doch eben schon gesagt, dass ich keine Fragen habe, oder? Ganz einfach. Du hast sicher schon mal nach Ressourcen gescannt, oder? Oh. Tja, selbes Prinzip. Nur scannst du Leute nach ausstehendem Kopfgeld. Ich mache es dir diesmal sogar leicht und sage dir, wenn ich ihn sehe. Wenn du alleine arbeitest, hält dir aber niemand die Hand. Oh, schade. Normalerweise tötest du die Zielperson oder setzt sie außer Gefecht und verhaftest sie. Dann verpasst du ihr einen Peilsender und jemand kommt sie dann abholen. Diesmal allerdings nehmen wir den Typen mit. Ich denke, wir nehmen keine Gefangenen. Okay. Ich würde dir Glück wünschen, aber es zählt nur Kill. Yo, Inevitable! Was läuft, Tank? Du machst das schon eine Weile, oder? Das Getracke, meine ich. Kann man so sagen. Und Roach viel kürzer, richtig? Aber der faselt ständig was von irgendeinem abgefahrenen Rekord, den er fast geknackt hätte oder so. Wie geht denn das bitte, wenn du schon so viel länger dabei bist als er? Warum hältst du den Rekord nicht? Tja, selbst wenn mir sowas wichtig wäre, was es nicht ist, ich lasse mir gerne Zeit. Während Roach seine Bilanz mit leichten Zielen aufhübscht, habe ich... Es gibt immer neue Kopfgelder. Munition. Dankeschön. Na, er macht das nur anders. Mann. Der hat das nicht verstanden. Oh, der ist nämlich richtig krass, der Typ. Okay, Adrastos spaziert hier wahrscheinlich irgendwo herum. Mach den Scanner auf und such jemanden, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Wir müssen vielleicht auch andere Viertel absuchen. Aber er ist in der Stadt.
Ich kenne einen Typen, der den Red Mile Run echt abgeschlossen hat. Eine kleine Ansammlung von Gläubigen des Sanctum-Universums lauschte ihren Gründern, doch einige Passanten zeigten sich genervt. Man kann nicht mal mehr zur Gerbank gehen, sagte ein Mann, ohne Sanctum-Übergang zu lösen. Okay, das machen wir mal. War Solomon Cole wirklich so krass? Ja, der war total krass. So, als hätte er das ganze Freestar Collective eingeführt. Okay, lasst uns alle mal tief durchatmen. Ach, wir alle wollen nicht. Menschen vor den Eschtar beschützen. Wir sind auf der gleichen Seite. Nutzt den Scanner an den Straßen. Wenn du eine Waffe suchst, empfehle ich dir Laredos Waffenfabrik. Willst du für einen halben oder ganzen Tag herkommen? Für einen halben Tag. Für einen Dreivierteltag. Kann ich digitale Kopien von dir sammeln? Dieser komische Zirkus hier. Guten Tag. Gibt es irgendwelche Hinweise irgendwo? Irgendwie? Ich habe vielleicht einen Job für dich und ein paar Kumpels. Ja? Ja? Scheiße. Ist auch keiner. Wo geistet er rum? Da drüben. Tourist? Ach, da drüben. 3 Minuten, bevor der Geruch seine Wirkung zeigen wird. Und verwischt das Stretch in den nassen Löchern da drüben. Sie sollten ein Schild nehmen jetzt. Ich hab doch gar nichts gemacht. Was willst denn du? Mann, das muss doch irgendwo sein. Also Parzelle 37. Wahrscheinlich hier hinten, wa? Am Gebäude muss was getan werden. Könnte aber ein sehr gutes Zuhause sein. Ist irgendwelcher Papierkram nötig, um es auszuräumen? Wie steht's mit Gewerbe? Wo ist eigentlich mein Kumpel? Der ist hier. Hihi, voll verarscht. Ah, cool. Das ist ja schon wieder. Hui. Die Möhren machen sich gut. Gibt's Schäden? Nein, bisschen Graffiti. Haben schon weggemacht. Hätte ich schon weggemacht. Diese Raudis hier zu später Stunde nicht. Nichts passiert. Ein paar der Sachen waren sogar echt gut. Wollte es fast nicht wegmachen. Behalte es. Ah, okay. Hey, kann ich helfen? Ja. Ich weiß, dass du uns etwas über den Boss sagen kannst. Wir könnten dich vor deinem Boss beschützen, falls du dir deswegen Sorgen machst. Nein. Wir suchen Hannibal und wir glauben, dass du weißt, wo er ist. Hannibal. Hannibal. Vielleicht kenne ich da einen.
Okay, ich weiß, dass du etwas über den Boss sagen kannst. Nein, mal sehen. Schwerer Diebstahl, Hausfriedensbruch. Macht's jetzt Klingelingeling? Wenn ich richtig zwischen den Zeilen lese, kannst du sicher ein paar dieser Anschuldigungen verschwinden lassen, oder? Vielleicht lassen wir dich am Ende gehen. Alles ist gut. Wir wollen nur wissen, wie wir deinen Boss finden. Ist er es wirklich wert, ihn zu beschützen? Hannibal würde ja sagen. Aber der ist ja nicht hier. Okay, schon gut. Ich sag euch, was ihr wissen wollt. Sehr schön. Was genau wollt ihr wissen? Irgendwas wegen Hannibal, oder? Du musst uns sagen, wo er ist. Wenn deine Info stimmt, dann lassen wir dich vielleicht gehen. Verstanden? Keine Lügen, Trix. Sonst wird dich niemand vermissen. Verstanden. Kooperieren oder verschwinden? So sieht's Ehrlich aus. Ehrlich gesagt könnte Hannibal überall sein. Ich kann es euch nicht sagen. Das glaube ich dir nicht. Spuck es lieber aus, aber, sonst... Aber... Ich weiß, wo seine Werkstatt ist. Das ist gut. Jetzt machen wir Fortschritte. Sagen wir einfach, ich möchte dich ungern wütend machen. Es ist eine alte Sternenwerft im Andromas-System. Andromas 4a. Umgeben von einem Feld riesiger Felsen. Nicht zu verfehlen. Doch, zu verfehlen. Das ist ja der Sinn. Sehr gut, dann kommst du mit. Wenn du abhaust, stirbst du. Wenn du aufmuckst, stirbst du. Wenn du auch nur ohne zu fragen niest. Sterbe ich. Schon verstanden. Nein, sag für Gesundheit. Warten wir. Auf zur Werkstatt. Richtig. Hey, Grünschnabel. Was? Was? Normalerweise würdest du Adrastos im System registrieren und ihn gefesselt zurücklassen, damit er abgeholt wird. Aber er muss mit uns mitkommen. Also, wenn wir in meinem Schiff auftauchen, verlieren wir das Überraschungsmoment. Wir sollten uns bedeckt halten, damit Hannibal nicht flieht. Dann ist mein Schiff keine gute Wahl. Ja, ja, schon klar. Du schlägst hoffentlich nicht vor, dass wir mein Schiff verwenden müssen. Vielleicht können wir sein Schiff nehmen. Nee, zu unsicher. Was, wenn eine Crew auf ihn wartet? Was, wenn er uns irgendwie ins All schießen kann? Ist mir zu riskant. Nee. Mir schwebt was anderes vor. Wir klauen uns ein neues. Und hat unwissentlich sein Schiff gespendet. Schickes Ding. Und die Teile sind wertvoll. Das nehmen wir. Adrastos hilft uns beim Anflug auf das Ziel mit dem Funk. Ach ja? Sonst landet er nämlich ohne Anzug im All. Aus Versehen natürlich. Er tut, als hätte er ein Schiff geklaut und würde es zum Ausschlachten bringen. Und das macht er, ohne zu verraten, dass wir ebenfalls an Bord sind, weil er ganz genau weiß, was sonst passiert. Genau das mache ich. Wollte ich gerade sagen. Hm. Einen besseren Plan habe ich auch nicht. Von mir aus, lass losgehen. Sehr gut. Dann also los. Das Schiff parkt im Raumhafen. Du sitzt im Pilotensitz. Ich behalte unseren Freund Adrastos im Auge. Bringen wir es schnell und glatt über die Bühne. Jawohl. Na dann, let's go. Ich wollte da drüber springen. Was soll denn das? Freundlich. Spacer und Fleet werden laut SNN immer schlimmer. Handelsaufsicht. Ah, nee, wir haben nichts Illegales. Schade, wir haben nichts Illegales. Mein Schwager war gerade 2 Wochen in Paradiso. Sah echt toll aus. Hm. Aber wenn ich mir noch ein einziges Urlaubsfoto ansehen muss, poliere ich ihn. Richtig, machst du gut so. Wir haben ein neues Schiff. Gut, aber
Wie es da weitergeht, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin euch eine wunderschöne und angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal, euer Gonrock. Das ist neu, oder? Ach nee, das ist das Ding, ja.